prominenter Besuch beim Kickoff zur diesjährigen Saison in der Gillette Uniliga. Weltmeister Thomas Müller kam zur Auftaktveranstaltung der Ligaleiter in München und war sichtlich begeistert, auch wenn er diese Saison wohl selbst eher weniger aktiv in der Gillette Uniliga mitkicken wird. Ja, normalerweise in der Halle habe ich, glaube ich, gespielt das letzte Mal oder im Kleinfeld mit 18 oder so mit meinen Cousins, aber ja, man muss ja auch aufpassen, dass man neben dem Fußball sich nicht irgendeine Verletzung holt, eine blöde, und dann beim Arbeitgeber antanzt und sagt, ja, hier, ich habe in der Freizeit gekickt, das wird nicht so gern gesehen. Trotzdem hat der Bayern-Profi schon genaue Vorstellungen, wer auf gar keinen Fall in seinem Team fehlen dürfte. Ja gut, vor meinen Mitspielern würde ich natürlich Manuel Neuer ins Tor stellen. Der hat eine gute Spannweite, mit dem Fuß ist er auch gut. Welchen Namen gäbe es dann, die Unbesiegbaren? Stiftung Wadentest. Dafür habe ich mich entschieden. Und gekickt wurde dann am Ende auch. Ab kommendem Monat rollt der Ball dann auch wieder in den ersten Ligen des bundesweiten Projekts von Unicum Live und ADH.